Hallo liebe Leute, was geht ab? Welcome Busy Linguists, and today I have something special for you. You're about to see the cringe-worthiest thing I have ever shown anyone. So, I receive a lot of comments often that my English accent sounds German, that my German accent sounds English, that my German accent sounds German, Austrian, whatever. So today you're about to see a behind the scenes, or actually rather 3 years worth of my learning of German, where I started, and it's really embarrassing shit, so be prepared, but where I started and where I am now. So you're about to see a really shy, innocent 18-year-old, I think I was, it was back in 2015, to my German dancing that I did in a Bavarian dance group for 4 years, where I also learned my German, to outtakes of my Auslandsjahr, so my exchange in Mannheim, and all the way to my accent and my speaking today. So without further ado, let's get started, lass uns anfangen. Ungeachtet dessen, ob der Bericht richtig oder falsch ist, sitzt der Mann gerade in der Untersuchungshaft in Erwartung einer Anhörung. Der Staatsanwalt und Mitglieder des Rechtsbeistands sind zu Besuch gekommen, um zu erfinden und hoffentlich beweisen, ob der Mann schuldig oder nicht ist. 48 Stunden später begannen 4 Chirurgen und ein 18-köpfiges Hilfsteam den komplizierten Eingriff. Jeder Schritt wurde von Fernsehkameras festgehalten, damit weitere Spezialisten die Operation verfolgen könnten. Seine Verfügung auf einem Verfahren aus 1993, in dem es entschieden wurde, Sink. Nein, warum? Das siehst du nicht. Willst du 3.000 Euro? Nein, ich brauche kein Geld. Ich bin eine selbstständige Frau. Ah, okay. Ein kalter Morgen in der Straßenbahn. Mein Kopf steht nicht mehr auf. Um zu zeigen, wie es bei mir aussieht, wenn ich hier zu Hause joggen gehe. Also das ist unser Fluss. Einen schönen guten Morgen hier aus Mannheim. Also da die Klausurenphase für mich endlich mal vorbei ist, drehe ich dieses Video für euch und ich dachte mir, ich erzähle euch ein bisschen ja von dem, was gerade so in meinem Leben abgeht und beziehungsweise, dass ich in einem Monat nach Australien ziehe. Also ich komme ursprünglich aus Australien, bin aber in Lettland geboren. Am Start, aber Merkes hat nicht unbedingt eine Toilette. Merkes hat nicht unbedingt eine Toilette. Hallo meine lieben Zuschauer, bonjour à tous and welcome back to my channel. 50 Gramm Haferflocken, ungefähr 70 Milliliter Milch, vielleicht sogar 50, 23 Gramm Whey, Double Chocolate. So this video is all about styling. Dass wir endlich mal wirklich mit unseren, ja, wollten unsere Fitnessziele erreichen und wir kontrollieren einander. Wir haben eine Tabelle, womit wir arbeiten, wir haben Strafen und es ist halt wichtig, dass man diese Sachen kennt. Also natürlich ist es immer unterschiedlich, man muss dann halt gucken, okay, wie reagiert der Mensch, aber hauptsächlich, dass man weiß, okay, wenn ich zum Beispiel in Kroatien bin oder in Lettland oder in Russland oder so, dass man weiß, dass Menschen da viel offener sind und dass ihr, ja, ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr da... Hallo Leute, was geht ab? Ja, hallo, servus. Servus, also wir befinden uns gerade in Wien, ich bin mit dem Martin und genau, heute werden wir ein paar Unterschiede zwischen deutschem Deutsch und österreichischem Deutsch besprechen. Wahr? Das sagt man in Berlin so. Auf jeden Fall. Ein interessanter Punkt auch, den ich erwähnen möchte, ist, also ich würde gerne wissen, was du davon hältst. Es gibt in dieser Sprachszene, also bei Leuten, die sich wirklich für Sprachen interessieren, jetzt nicht nur einfach, ah, ich lerne eine Sprache so dabei, aber wirklich, die lernen vielleicht 2, 3 und so weiter. Viele sagen, ach, ich bin introvertiert. Also die sagen einfach, ich bin introvertiert. Also das heißt ja, bei mir dauert es, bis ich so wirklich etwas sagen kann. Ich bin der Meinung wirklich, dass Also ich habe mich auch für introvertiert gehalten. Hätte man mich so, sagen wir, vor 3-4 Jahren gekannt, hätte man gedacht so, ja, die ist schüchtern, die kann nichts, weißt du was. Ja. Aber das hat sich auch verändert. So guys, there you have it. 3 years worth of German learning from 2015 to today in 2018. And the whole reason why I've shown you this is because I want to show you exactly what goes on with learning a language, where you can start, what is possible, and that you can change your accent, that you can improve a ton and even get to a fluent level or to a near native speaker level if you put in the work, if you stay motivated, and anything is possible as long as you're ready to work for it and as long as you're willing to put in the work. So guys, if you enjoyed this video, make sure to leave a thumbs up, to leave a comment in the description box, and if you are not part of the Busy Linguist community yet, make sure to subscribe. The subscription button is up here, and I will see you in my next video. Bis dann, Leute. Tschüss.